dann werden wir mal... Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt anwenden sollen, diese Informationen. Genau. Du sagst es. Zack. Und die haben schon seit Quadrillionen von Jahren alles gelenkt und gesteuert. Ja? Da kommt dann so dieses, oh nein, echt jetzt? Die waren schon die ganze Zeit da. So, mal gucken, ob unsere... McPherson. Was ist denn los? Kopfschmerzen? Ist passiert. Was Lo, denn? Lo ist tot. Er wurde umgebracht. Okay. Das gibt es noch? Hä? Hab ich das, aber eins ist klar, du bist nicht in Sicherheit. Bitte sei vorsichtig. Wir fragen Sie nach dem gefälschten Empfehlungsschreiben. Ach, hier kommt. Mein Gott, Berenice. Warum gerade er? Warum Ulo? Wann ist das passiert? Und du, Baby, bist du in Ordnung? Bullen haben seine Leiche frühmorgens gefunden. Sein Tod könnte 2 Tage zurückliegen. Ich weiß nichts. Nichts. Ach, deswegen die ganze Zeit die Vertretung. Das ist ja entsetzlich. Ulo durfte nicht sterben. Er sollte nicht sterben. War der Letzte, der die Whites lebend gesehen hat. Die Polizei. Hat sie dir gesagt, wie das passiert ist? Wie soll ich dir das beschreiben? Das ist so, so krass. Sein Kopf. Max, sein Kopf war einfach abgeschnitten. Sein Körper hing vor dem Wagen. Und sein Kopf stand auf der Kühlerhaube wie eine Trophäe. Und das Furchtbarste. In seinem Mund. In seinem Mund hat die Polizei ein Geldstück gefunden. Für den Fährmann, ne? Das Geldstück. Berenice, Ulo ist tot. Wir müssen jetzt auch vorsichtig sein. Hat dich die Polizei benachrichtigt? Die verdächtigen schon irgendwen für das Verbrechen. Die haben schon Eloin. Die Bullen? Alle gleich. Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf, Mademoiselle. Denkste, das, was ich weiß, habe ich nur meinen Beziehungen zu verdanken. Wir müssen so schnell wie möglich diesen Fall aufklären, bevor es noch mehr Tote gibt. Weißt du, wer die Ermittlungen leitet? Kommissar Le Brun. Immer tadellos, ein Großtour. Sie spielen was vor, um zu beeindrucken. In Wirklichkeit, Mac, haben sie nichts zum Beißen. Hulot, du, ich, Eloin. Für die sind wir doch richtige Taugenichtse. Wir müssen alleine zusehen, wie wir weiterkommen. Genau. Ulo ist tot. Die Seele des Alambic gibt es nicht mehr. Wir verlieren alle einen guten Freund, Berenice. Wir dürfen uns jetzt nicht hängen lassen, Baby. Du kannst dich jetzt nicht einfach gehen lassen. Das Alambic gibt es noch. Ulo hat ganz unten angefangen. Er war Arbeiter beim Metrobau, bevor er zu einem wichtigen Kunstmäzen wurde. Ein wichtiger Mann, was? Bei der Metro? Das stimmt. Ein großer Förderer der Künstler und ein Mäzen für dich, für mich, für die anderen. Er hat mich unter seine Fittiche genommen, als ich in Paris ankam. Ein großzügiger Mensch, auch wenn er mich nie ausstellen wollte. Mit Ulo gab es immer eine Lösung. Wie er so schön sagte, jeder Mensch hat mindestens eine gute Eigenschaft. Gab es die, die er vorzeigte, und dann die anderen. Ein richtiger kleiner Ameisenhaufen hinter Ulo. Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Denker. Eins ist doch klar, Mac. In Paris kennt sich keiner mit Kunst aus, aber alle wollen ein Kunstwerk an der Wand. Und dafür sind die bereit, eine Menge Geld auszugeben. Alle wussten, dass Ulo ein Hehler war. Dein Leiden, Berenice. Alle, die ins Alambic kommen werden, teilen diese Trauer.
Dieser Ort wird zu seinem Tempel. Alles, was hier ist, wird uns an Albert Hulot erinnern. Es sind so viele Geschichten. Weißt du, Mac, Hulot liebte seine Umgebung. Jeder bekam seine Chance. Das Alambic, das war sein Schmuckstück. Schau dir mal diese Freske an. Von wie vielen Künstlern wurde die wohl gemacht? Hulot bat sie nur um einen kleinen Pinselstrich, manchmal gerade mal eine Linie. Mit den Jahren ist sie zu einem Schmuckstück geworden. Stimmt, dieses Fresko ist schon außergewöhnlich. Hat er dir schon einmal erzählt, was es darstellt? Diese Freske. Nachts saß er da und betrachtete sie. Wirklich, Mac, sie war die Wächterin seiner Seelengeheimnisse. Aber Berenice, diese kleinen Dienste waren manchmal riskant und wir hätten schnell zu Gesetzesbrechern werden können. Alle wussten, dass Albert Hulot ein Hehler war. Hulot hielt sich für den Robin Hood der Kunstwelt. Er holte sich das Geld bei den Reichen für die Kunst der Armen. Er war vielleicht ein Hehler, aber dahinter stand immer eine Idee. Berenice, diese Art von Beziehungen, die können ganz schön Ärger mit sich bringen. Wenn nicht mit den Hehlern, dann mit der Polizei. Klar, Mac, ich habe für Hulot gearbeitet. Wir müssen leben, weißt du? Und mit Bildhauerei kann man seine Finanzen auch nicht aufbessern. Du sagst, du hättest schon mal Kopien von Kunstobjekten für Hulot gemacht. Hat er dir in den letzten Tagen irgendeine Arbeit anvertraut? Komischerweise doch. An dem Tag, als du das erste Mal ins Alambic gekommen bist, habe ich ihm die Kopie einer grotesken Büste gegeben. Mein Gott, Berenice, die Büste. Die Büste, die du für Hulot gemacht hast. Sah die so ähnlich aus wie auf dieser Skizze? Das ist genau die gleiche. Hulot bat mich, eine Kopie davon anzufertigen. Die habe ich ihm an dem Abend gegeben, als du gekommen bist. Merk, ich habe Angst. Was ist eigentlich los? Es sieht Dreh- und Angelpunkt von allem, ja? Das ist sehr furchtbar. Ich muss diesen Kopf finden, sonst sterben noch andere. Du auch. Du könntest dabei draufgehen, Berenice. Dieser Mörder, der will diesen Kopf wiederhaben. Verstehst du mich, Bibi? Ich muss unbedingt wissen, wie Hulot an dieses verdammte Objekt gekommen ist. Ich weiß überhaupt nicht, wer Hulot diesen Kopf gegeben hat. Ich habe eine Kopie gemacht, das ist alles. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Ausmaß dieser Geschichte begriffen habe, aber eines ist mir klar. Du bist nicht in Sicherheit, Berenice. Bitte sei vorsichtig. Ich werde alles unternehmen, um diesen Verbrechen ein Ende zu machen. Wirklich, alles. Finde den Mörder für mich, Mac. Ich werde schon allein zurechtkommen. Ja, weil ihr Chef jetzt tot ist. Nahm PC, nahm Raid. So, hat sich hier wieder irgendwas geändert? Die Besoffenen sind immer noch da. Oh. Ich hab eine Kerze gemopst. Habe ich die? Oh, das Inventar. Wir haben hier eine Kerze. Wer Victorias Großmutter war, das wurde, glaube ich, in der käsigen Rückblende in Teil 1 von Still Life gemacht. Wer die Großmutter war. Das war doch eine Dame des horizontalen Gewerbes. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, jetzt haben wir hier eine Kerze. Und was jetzt? Was ist das hier? Warum steht hier eine Kerze? Ja, Lens of Law ist gut. Ich verstehe das Spiel hier nicht. Hä? Ich
Was ist das da oben? Muss ich irgendwas machen? Ich kann ja nicht mal Feuer machen. Warum habe ich jetzt eine Kerze? Nee, die er doch damit gerettet hatte, glaube ich. Huch. Gibt es hier noch irgendwas zu dem Hülo? Warum? Mac, ich weiß nicht mehr weiter, Mac. BB, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich muss mich in die Bruderschaft einschleichen und dafür brauche ich ein gefälschtes Empfehlungsschreiben. Kannst du mir das auf der Basis dieses Briefes anfertigen? Hatten wir doch schon mal. Wie kannst du mich nur unter solchen Umständen darum bitten? Du denkst wirklich nur an dich, McPherson. Ja. Ja, so viel dazu. Aber das Bild hing doch vorher auch nicht da. Und ich kann keine andere Kerze hin. Warum konnte ich die Kerze nehmen? Wozu habe ich das Ding eigentlich? Dieses Spiel lässt einen echt auf weiter Flur alleine. Messer hier? Nee. Da irgendwas? Nö. Hülo, oh. Welche Geheimnisse hast du die ganze Zeit vor uns versteckt? Warum konnte man das nicht auf... Hä? Jetzt mal ganz im Ernst, ich stehe hier vor dem Ding. Da passiert gar nichts. Wer geht denn bitte schön hier nochmal? Hülo, welche Geheimnisse hast du die ganze Zeit versteckt? Deswegen haben wir jetzt eine Kerze. Da sind irgendwelche. Ne? War das nicht gerade eben da? Oh, warte mal. Oh, ach, der malt was auf. Aufgeschrieben, ne? Aufgeschrieben. Aber wenn wir es einmal entdeckt haben, kommt es nicht nochmal, ne? Woher weiß ich noch, ob ich alles gefunden habe hier? Thank you.
komme ja auch gerade irgendwie nicht richtig raus aus dem Ding. Hier hinten wäre ja prädestiniert, ne? Da ist die Kerze alle hier. Oh, da ist was. Ey, ihr müsst aber echt verdammt Glück haben, oder? Ist da irgendwas? Nee. Muss ich hier ganz langsam lang fahren. Oh Gott, ich muss ganz langsam lang fahren. Hier ist irgendwas. Das ist ja noch bescheidener als das Labyrinth in der Psychoklinik. Ich muss ganz langsam lang fahren. Ja, ich fahre da gleich lang nochmal. Man darf anscheinend nicht zu schnell, sonst passiert nichts. Anscheinend ist der dunkle Spot, den das die Kerze liefert, da. Da ist da was. Ausschlaggebend, wo man gerade sucht. Ist natürlich auch gemein, dass da weiße Striche drauf sind und wahrscheinlich ist genau hinter weißen Sachen dann. Das was versuchen. So, bin ich jetzt zu schnell oder zu langsam? Nee, zu langsam geht ja nicht. Aber wahrscheinlich zu schnell. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Es ist so spannend. Oh
Ach, keine Ahnung. Spiegel, deck die Dinger auf. Wenn man auch wüsste, vielleicht muss ich ja hier. Ganz langsam und vorsichtig. Ganz langsam. Ach, Mann, oh ey. Hier ist gar nichts mehr. Ich wette es irgendwo über den weißen Sachen, so dass ich es nicht sehe. Tja, keine Ahnung. Kommt man hier raus? Ach doch, man kommt raus. Aber bringt uns das irgendwas? Nee, ne? Wir sind scheinbar noch nicht fertig. Oh. Nee, wir sind nicht fertig. Ylo, welche Geheimnisse hast du die ganze Zeit vor uns versteckt? Ach, der nimmt automatisch die Kerze in die Hand. Langweilig. Falls irgendjemand was sieht, wo ich rübergefahren bin, hier vielleicht die Kante, ich weiß es nicht. Ich kann nichts dafür. Hier muss es ja irgendwo einen Hinweis geben, ob man schon fertig ist oder nicht. Das Dumme ist, vielleicht ist die Kerze auch nicht heiß genug oder so. Dab, 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 dab. Nicht mal sagen, ob der dunkle Spot derjenige ist, der danach die Sachen findet oder so. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es dafür nicht ein Anleitungsbild oder so? Thank you.
Oder sind die zufällig in dem Ding gestreut? Oben links neben dem gelben Kreis? Oder was meinst du? Oben links neben dem gelben Kreis war? Hier. Der überträgt es selber. Das verschwindet auch dann immer wieder. Also es taucht kurzzeitig auf und verschwindet dann, wenn es wieder kühl wird. Deswegen muss man wahrscheinlich hier langsam abfahren. Hier scheint zumindest erstmal hin nichts. Es ist so nervig. Was ist das? Okay, ich guck mal kurz. Oh, da sind wir fast am Ende, oder was? Sollen welche sein? So, warte mal, hier ist ein... Nee, der Strich der Schwache ist, glaube ich, nichts, ne? Aber hier ist... Aber hier ist doch nichts, der reagiert da drauf nicht. Also wenn das da dem entsprechen sollte, dann reagiert darauf nichts. Maustaste drücken. Ich bewege jetzt bloß die ganze Zeit das Ding hier. Okay, dann nehme ich mal den. Okay, das ist zumindest schon mal... Dadurch, dass ich das hier so breit gezogen habe, sieht das auch noch ein bisschen anders aus, aber das hilft vielleicht ein bisschen. Hier nicht. Ich glaube, das hier hatten wir. Die hatten wir, glaube ich, gefunden. Hier müsste irgendwo... Da ist nichts. Hier... Ist nichts. Dann haben wir... Hier irgendwo was. Da ist nichts. Und hier wäre was. Mit einer Stange nach unten, ja. Da ist aber auch nichts. So, hier wäre was. Und hier in dem ganzen Bereich wäre was. Da ist aber nichts. Da ist er. Da unten in dem Weißen hat er sich verkrochen. Das war die untere rechte Ecke. Ach du heiliger Harry. Die Spannung steigt. Oh. Okay, ich habe das auf dem Foto gesehen, von dem Typen. Das war auf dem Foto gewesen. So, das passt da drauf. Das passt hier, ne? Mal gucken. Oh, ey, es schnappert. Ey, es schnappert. Schnappern ist super. Schnappern ist super. Schnappert ebenso. Das ist so super. So, das schnappert auch. Sehr gut.
Das ist ein Art Torbogen. So, das kommt hier hin. Das schnappert auch. Und dann das schnappert dann nicht so. Wahrscheinlich auch. Das schnappert so. Das schnappert so. Okay. Das ist schon... Nee. Oh. Ach, guck mal, warte mal. ich mach's so hier. Ich halte es einfach hier rein. Und ich lass das Spiel einfach schnappern. Ja, das, also das war genauso wie das mit dem Labyrinth da. Das ist eindeutig Spielzeitschinden. Guck mal hier. Ich bin Monitor. Okay, irgendwas hat er gemacht. Irgendwas hat er gemacht. Unten war was aufgeschrieben worden gerade. Metro Murat Porte Monitor. Wir können hier nicht sterben bei dem Spiel. Jetzt sind wir in der Metro. Streichhölzer. Ach ne, eine Taschenlampe habe ich auch noch, ne? Ja, ich speichere immer. Ach, dieses Inventar. Da. Was ist das denn? Ach, die Lampen sind doch an. So sieht es jedenfalls aus. Oh, da hinten. Ich glaube, ich habe die Maske von Baphomet gefunden. Was hier? Scheiße, Zappenduster hier. Wo sind die Regale so hoch? Ach, das steuert sich hier richtig bescheiden. Ich sehe nichts. Warum ist die Lampe so seltsam? Da ist eine Kiste. Auch nichts. Nein. Da. Der echte oder die Kopie? Okay. Nur irgendwas? Nee. Ey, das ist Arsch.
Man kann echt kaum was sehen, ja? Man könnte meinen, das Spiel hat das mit Absicht gemacht. Nee, zurück wollte ich noch nicht. Oh Gott. Da sind Kisten. Was ist das da? Nichts, ne? Da kann man... Oh, was ist das hier? Okay. Oh. Ja, welcher ist der echte? Na super. Kann man das direkt so machen? Ja, ne? Ist sie noch da? Sie hat es produziert, ne? Sie steht noch da? Okay, ich guck mal. Mac. Ich weiß nicht mehr weiter, Mac. Berenice, jetzt haben wir's. Erkennst du sie wieder? Das ist dein Werk. Die Köpfe des Baphomet. Perfekt. Selbst mein Expertenblick sieht da zwischen der Kopie und dem Original keinen Unterschied. Mac, was du da siehst, ist mein Lebenswerk. Das ist wirklich perfekt. Saubere Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob ich das ganze Ausmaß dieser Geschichte begriffen habe, aber eines ist mir klar. Du bist nicht in Sicherheit, Berenice. Bitte sei vorsichtig. Ich werde alles unternehmen, um diesen Verbrechen ein Ende zu machen. Wirklich. So, sie kann uns überhaupt nicht helfen, finde oder was? Finde den Mörder für mich, Mac. Ich werde schon allein zurechtkommen. Sie kann uns überhaupt nicht helfen, weil es nämlich ihr Lebenswerk ist, ihre beste Arbeit schlechthin. Na toll. Wo waren wir denn noch nicht? Im Restaurant brauchen wir nicht gucken. So, was haben wir mit den Masken? Die Masken haben wir gehabt, weil wegen Entführung, wie sollen die Masken? Na klar, wir machen genau das, was ein Entführer normalerweise immer raufschreibt, ne? Schalten Sie nicht die Polizei ein. Es wäre besser, wenn Sie selbst mit Kommissar Lebrun sprechen. Ich öffne Ihnen sofort. Damit will ich nichts zu tun haben. Nein, danke, nichts für mich. Viel zu kompliziert. Mhm. Okay. Ah, oh, Mr. McPherson, gerade habe ich an Sie gedacht. Freue mich, Sie wiederzusehen. Haben Sie neue Verdächtige für mich? Ihre Mordanschuldigungen gegen Eloin können Sie vergessen, Kommissar Lebrun. Ein weiterer Mann ist tot. Hulot, Albert Hulot, wurde umgebracht. Unter den gleichen Umständen wie die Whites und Malé. Das heißt also, dass der Komplize immer noch frei rumläuft. Welcher Komplize? Wir haben uns von Anfang an geirrt, Kommissar. Die Whites waren niemals die Whites. Die Whites waren nicht die Whites? McPherson, was erzählen Sie mir da? Ruby und Regis sind nicht die wahren Namen der Opfer im Orphée. Ich habe hier einen Ring, auf dem lesbar der Name Faye steht. Das beweist überhaupt nichts, McPherson. Und die Liebesbriefchen, was machen Sie mit denen, hm? Faye? Eine Fee, natürlich. Warum alles noch komplizierter machen? Für meine geliebte Fee. Ein Brief. Ein Brief von Sophia Blake, unterschrieben, der Beweis, dass sie für einen Diebstahl engagiert worden sind. Der Brief ist an Faye und Jerome Johnson gerichtet, Kommissar. Diebe? Was haben die denn gestohlen, McPherson? Wir haben im Zimmer nichts gefunden.
Und vor allem hat niemand Anzeige erstattet. Erklären Sie mir das. Die haben Grégoire Dalpin bestohlen. Der Plan wurde von derselben Person ausgeheckt, die mich auch engagiert hat. Sophia Blake. Ein toller Betrug, Kommissar. Dalpin? Grégoire Dalpin, der Bankier? Macpherson, ich versichere Ihnen, dass ein so wichtiger Mann wie Grégoire Dalpin die Polizei verständigt hätte, um diese Sache zu klären. Er hat die Mittel dazu, glauben Sie mir. Wenn dieser Brief keine Fälschung ist, dann ist er der Beweis, dass wirklich... Wenn dieser Brief keine Fälschung ist, dann ist er der Beweis, dass Elvin wirklich von Grégoire Dalpin engagiert worden ist. Selbst wenn er von Dalpin beauftragt wurde, hätte Elvin diese Verbrechen begehen können. Wenn Sie Zweifel an Dalpins Verwicklung in diesen Fall haben sollten, dann habe ich etwas, um Sie zu überzeugen, Herr Kommissar. Eine Glasampulle, die aus seinem Haus kommt. Identisch mit der, die kaputt in Whites Zimmer gefunden wurde. Macpherson, Grégoire Dalpin ist sicher nicht der Einzige, der so eine Ampulle besitzt. Das beweist gar nichts. Aber es gibt Beweise gegen den anderen Privatdetektiven, oder? Hören Sie doch schon auf, Dalpin zu schützen. Er ist der Einzige in Paris, der an solche Ampullen herankommt. Der Einzige, der dieses Gas in die Ampulle füllen konnte. Diese malvenfarbene Droge, mit der er seine Opfer eingeschläfert hat. Überlassen Sie mir diese Ampulle. Ich werde sie überprüfen lassen. Hier, da haben Sie sie. Danke, Mr. Macpherson. War das jetzt so klug? Ich weiß es gar nicht. Kommissar Lebrun, was ich Ihnen da gezeigt habe, beweist unwiderlegbar die Unschuld von Elvin. Ich habe das Messer gefunden, mit dem die Köpfe der Opfer abgeschnitten wurden. Die Tatwaffe muss ein extrem präzises Messer gewesen sein, von medizinischer Präzision. Eine äußerst scharfe Schneide. Zeigen Sie mir mal, was Sie da haben, Mr. Macpherson. Hier ist die Mordwaffe, so wie ich sie bei Grégoire Dalpin gefunden habe. Danke, Mr. Macpherson. Dalpin. Dalpin ist tot. Und das schon seit über einer Woche. Was erzählen Sie da? Wenn Monsieur Dalpin etwas zustoßen sollte, dann können Sie sicher sein, dass die Köpfe nur so rollen. Dalpin scheint eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Der hat nichts mit den anderen Morden zu tun. Sehen Sie selbst? Ich habe hier ein Foto. Selbst wenn Dalpin eines natürlichen Todes gestorben wäre, beweist das immer noch nicht die Unschuld Elvins, Mr. Macpherson. Ganz im Gegenteil. Dalpin ist seit mehr als einer Woche tot. Also konnte er Elvin gar nicht für die Ermittlungen engagieren. Verstehen Sie das, Kommissar? Jemand anderes hat Elvin engagiert. Ich glaube, dass Sie wissen, wer diese geheimnisvolle Person ist, Mr. Macpherson. Ja, ich weiß. Kaufmann hier. Oder Kauf, wie auch immer. Eine aus Gold, eine aus Kupfer. Eine bei Dalpin, die andere bei Kaufner. Zwei antike Münzen. Das ist der Beweis dafür, dass beide Männer in diese Mordfälle verwickelt sind. Jeder hat das Recht, alte Geldmünzen zu sammeln. Und außerdem, was hat Dr. Kaufner mit dieser ganzen Sache zu tun? Also das ist jetzt zu viel. Sie können sich wohl nie den Tatsachen beugen. Sie wissen genauso gut wie ich, dass ähnliche Münzen bei allen Opfern gefunden wurden. Woher wissen Sie das mit den Geldmünzen? Ein oder zwei anonyme Quellen reichen mir, um auf dem Laufenden zu sein. Wer wird einen Rüffel kriegen? Geben Sie mir die Geldstücke, das ist Beweismaterial.
Über Eloire? Über Eloire haben Sie nicht viel, Kommissar. Ohne weitere Beweise wird aus diesem Täter bald ein freier Mann, unschuldig und von jedem Verdacht befreit. Ich habe glaubwürdige Zeugenaussagen und vor allem eine sehr akkurate Fahndungsskizze. Danke. Das ist schon merkwürdig, aber es ist die Realität. Dalpin hat das Ganze sicher unter größter Diskretion geregelt. Fragen Sie doch einfach mal Eloire. Der begann mit den Ermittlungen. Ich muss das bei Monsieur Dalpin überprüfen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, Macpherson. Kommt nicht in Frage. Sie sagen es selbst. Beweismaterial. Ich erwarte klare Beweise. Wie Sie wünschen, Macpherson. Wie Sie wünschen. Sie haben seine Geschichte gehört. Eloire hat die Whites nicht getötet. Der kannte die noch nicht einmal. Genau wie Sie ist Eloire ein Söldner, Mr. Macpherson. Zu allem bereit für ein bisschen Geld. Aber Kommissar, Eloire und Hulot sind sich noch nie begegnet. Er hatte überhaupt keinen Grund, ihn zu töten. Eloire hat die Whites nie kennengelernt und trotzdem hat er sie getötet. Albert Hulot war sicher ein anderer unbequemer Zeuge. Ich zweifle immer noch an seiner Schuld. Sie sind kein Richter, Mr. Macpherson. Aber ja. Wenn Sie beweisen können, dass er unschuldig ist, dann mal los. Mache ich doch die ganze Zeit. Ich gebe nicht auf, Herr Kommissar. Ganz im Gegenteil. Ich werde mit neuen Beweisen wiederkommen. Perfekt, Macpherson. Kommen Sie wieder, wann Sie wollen. Sie wissen, wo Sie mich finden. Oh, Mr. Macpherson, da? Gerade habe ich an Sie gedacht. Ach, schön. Freue mich, Sie wiederzusehen. Haben Sie neue Verdächtige für mich? Na klar, Sie müssen doch ehrlich zugeben, dass das Ganze recht seltsam ist. Haben Sie daran gedacht, Dalpin zu befragen? Ich muss das bei Monsieur Dalpin überprüfen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen, Macpherson. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Also, bis zum Beweis des Gegenteils ist Eloire für mich der Hauptverdächtige. Na toll. Ich gebe nicht auf, Herr Kommissar. Ganz im Gegenteil. Ich werde mit neuen Beweisen wiederkommen. Perfekt, Macpherson. Kommen Sie wieder, wann Sie wollen. Sie wissen, wo Sie mich finden. Na toll. Die Polizei, dein Freund und Helfer und so weiter, ne? Die Leiche angucken, oder wie? Mr. Macpherson, wussten Sie schon, dass beim Tarotspiel der Gehängte nicht zum Tode verurteilt, sondern seinem Schicksal ausgeliefert wird? Am Ende seines Weges angelangt, kann er seine Existenz aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Manchmal erinnern sich die Menschen an Sachen von früher und stellen plötzlich fest, dass sie belogen wurden, verraten. Macpherson! Helfen Sie mir, Gustav! Halten Sie ihn zurück! Er ist verrückt! Dieser schmerzhafte Schlag, dieser Augenblick, wo unsere Überzeugungen, unser Glauben, unsere Leidenschaften zerbrechen, wo man feststellt, dass alles nur Lüge und Betrug war. Macpherson, helfen Sie mir runter! Er wird mich töten! Er wird Sie töten! So wie er alle anderen getötet hat! Er hat Sie alle umgebracht, dieser Kaufner! Er hat Sie alle... Huch, da war er weg. Schuldig! Alle sind Sie verantwortlich, mich betrogen, verraten und bestohlen zu haben! Genau wie Sie es gemacht haben, Blake! Und genau wie sie sie auch belogen und verraten hat, Macpherson. Der Baphomet gehört mir. Seit Jahrhunderten gehört er mir. Er ist meine Unsterblichkeit. Geben Sie mir den Kopf zurück, Macpherson, oder er wird von Gottes Gericht sein Urteil erfahren.
Sie haben Ihre Vernunft verloren, Kaufner. Endlich sind Sie demaskiert. Sie sind der Mörder. Sie sind ein Monster. Dalpin, Sie sind ein Krimineller geworden. Dabei hatten Sie die Chance, für immer in Frieden zu leben. Was nehme ich? Dalpin. Also wir wissen, dass Dalpin jetzt in ihm ein Kaufner ist. Sie haben Ihre Vernunft verloren. Endlich sind Sie demaskiert. Sie sind der Mörder. Sie sind ein Monster. Dalpin, Sie sind ein Krimineller geworden. Dabei hatten Sie die Chance, für immer in Frieden zu leben. Ihr Tod ist der gerechte Preis für Ihren Verrat. Haben Sie nicht verstanden, dass das alles Ihr Leiden nicht lindern konnte? Ihren Kummer, Ihre Adelin? Wer wird mit für diese Verbrechen, die Sie begangen haben, über Sie zu Gericht sitzen? Dalpin, Gott oder der Teufel? Haben Sie denn nicht verstanden, dass das alles Ihr Leiden nicht lindern konnte? Ihren Kummer? Ihre Adeline? Die Erinnerung an Adeline ist von nun an lebendiger als je zuvor. Wie können Sie an die Reinheit einer Liebe glauben, wenn Sie ein Idol wie den Baphomet verehren? Sie ekeln mich an, Dalpin. Sie sind Ihrer Adeline gar nicht würdig, Sie sind keiner Frau würdig. Nehmen Sie Ihren Schatz und lieben Sie ihn mehr als alles andere. Ihr Andenken, alles, was von Ihrem Andenken übrig bleibt, halte ich in meinen Händen. Dieses vulgäre Idol, diese... Durch ihn werden Sie vergehen, durch seine Zerstörung. Ihr Andenken, alles, was von Ihrem Andenken übrig bleibt, halte ich in meinen Händen. Dieses vulgäre Idol, dieser Zusammenhang mit Ihrer Vergangenheit, Ihr einziger Schatz, Dalpin, und durch ihn werden Sie vergehen. Durch seine Zerstörung. Genau, schmeiß die Waffe nochmal hin. Vergesst mich nicht! Nein, Sie erhalten meine Rechnung in den nächsten Tagen. Und die Polizei müsste jeden Moment da sein. War sie das vielleicht, die in dem Hotel gewohnt hat? Die schwarz gefärbten Haare? Was ist mit Kaufner passiert? Was meinst du? Die Bullen haben ihn festgenommen und jetzt sitzt er im Knast. Es ist schon merkwürdig, was Menschen alles machen, nur aus Machtgier. Ja, es gibt welche, die für Macht und Geld alles tun würden, aber wir nicht. Ach, hör auf! Ach, hör auf! Das war unerwartet gerade. Das war sehr unerwartet gerade, das Ende. Bisschen laut gerade, ich muss warten. Das war sehr, sehr, sehr unerwartet gerade. Mit dem Ende. Muss ich mal sagen. Also, ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass sie und die. War die Dame, die jetzt so oben runterhing, war das vielleicht die
andere aus Amerika, die nur so getan hat, als suchte sie ihre Schwester und dabei ist sie selber die Schwester, weil sie sich die Haare gefärbt hat, schwarz. Ich kann leider wahrscheinlich nicht abbrechen, ne? Ich probiere mal noch was. Kleinen Moment mal. Da. Mr. Ja. McPherson. So, ich kann nicht abbrechen. Wussten Sie schon, dass beim Tarotspiel der Gehängte Mist. Nicht zum Tode verurteilt, sondern seinem Schicksal ausgeliefert wird? Am Ende vor allem, wie viele Maskenkopien hat sie denn angelegt? Ja, das war ja dann die dritte Maske. Weil wir haben ja zwei gefunden. Manchmal erinnern sich die Menschen an Sachen von früher und stellen plötzlich fest, dass sie belogen wurden, verraten. McPherson! Helfen Sie mir, Gustav! Halten Sie ihn zurück! Er ist verrückt! Dieser schmerzhafte Schlag, dieser Augenblick, wo unsere Überzeugungen, unser Glauben, unsere Leidenschaften zerbrechen, wo man feststellt, dass alles nur Lüge und Betrug war. McPherson, helfen Sie mir runter! Er wird mich töten! Er wird Sie töten! So wie er alle anderen getötet hat! Er hat Sie alle umgebracht, dieser Kaufner! Er hat Sie alle... Schuldig. Alle sind sie verantwortlich, mich betrogen, verraten und bestohlen zu haben. Genau wie sie es gemacht haben, Blake. Und genau wie sie sie auch belogen und verraten hat, McPherson. Der Baphomet gehört mir. Ja, seit Jahrhunderten gehört er mir. Er ist meine Unsterblichkeit. Geben Sie mir den Kopf zurück, McPherson, oder er wird von Gottes Gericht sein Urteil erfahren. Sie haben Ihre Vernunft verloren, Kaufner. Endlich sind Sie demaskiert. Sie sind der Mörder. Sie sind ein Monster. Ich trage die volle Verantwortung für meine Taten. Aber dieser Gegenstand besitzt doch gar keine Kräfte, Kaufner. Weder dieser noch irgendein anderer. Diese Magie hat es nie gegeben. Sie haben ihren Verstand verloren, weil sie das Gegenteil beweisen wollten. Aber dieser Gegenstand besitzt doch gar keine Kräfte, Kaufner. Weder dieser noch irgendein anderer. Diese Magie hat es nie gegeben. Sie haben ihren Verstand verloren, weil sie das Gegenteil beweisen wollten. Ah, werden Sie mein Nachfolger, McPherson. Ich führe Sie in den Machtkreis des Baphomet ein. Ja, komm. Ich möchte nicht Ihr Nachfolger werden, Dr. Kaufner. Was haben Sie mir denn zu bieten? Diesen Kopf, diesen Baphomet? Den will ich nicht, der gehört Ihnen. Nehmen Sie Ihren Schatz wieder mit. Okay, das ist nicht das geplante Ende. Glaubten Sie ernsthaft, dass er Sie retten würde? Was für ein Irrtum. Madame Eloi? Oh, Gendarme Beauvais, wenn ich hier mit Ihnen gerechnet hätte. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich habe Neuigkeiten von Ihrem Sohn. Nach Ihrem Gesicht zu urteilen, scheinen es nicht nur gute Nachrichten zu sein. Eigentlich möchte ich es Ihnen selbst sagen, bevor die Zeitungen darüber schreiben. Die Hinrichtung findet übermorgen statt. Okay, gut. Keine Ahnung, wie viele Enden das gibt. Es gab ja zwischendurch scheinbar das ein oder andere, wo man hätte umswitchen können oder wie man beantwortet oder ob man alle Hinweise findet oder eben halt nicht. Mich schockiert ein bisschen das Ende, weil das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also wir können überleben, das wäre der richtige Weg, ne? Weil in Still Life hat ja Gus McPherson überlebt. Und wir können halt sterben, das ist die andere Variante. Ungeachtet dessen, dass eben halt die beiden Damen, einmal das Medium, ne,
die war dann, war sie dann letztendlich die Drahtzieherin? Und was ist dann nachher mit unserer Holden, kann es sein, dass sie diejenigen war, die seit einem Monat da war? Das geht ja nicht. Also es ist, es war eine schöne Geschichte. Muss man mal dazu sagen, war eine schöne Geschichte. Spielerisch war es leider ein Graus. Also, ich fand es ja wirklich ganz nett, dieser Mix von 3D-Charaktere in einer 2D-VR-Variante, ne? Fand ich wirklich sehr nett. A, war es stellenweise zu linear. B, gab es einige Stellen, wo ich dachte, man hat es ja selber hier mitbekommen, ne? Und ihr habt es ja selber mitbekommen, dass es so künstlich in die Länge gezogen wurde mit irgendwelchen Puzzlen, die sowas an den Haaren herbeigezogen waren, die eigentlich überhaupt nicht passten. Ne? Also Paradebeispiel ist das Labyrinth in der Irrenanstalt da oder was auch immer. Und das andere war, das andere halt, ne? Also wie auch immer. Ich weiß aber auch nicht, warum man sowas macht. Das muss doch beim Spielen und beim Beta-Testen und Co. muss es doch auffallen. Da muss doch auffallen, ob das funktioniert oder testen es dieselben Leute ständig. Das ist das, was ich nicht so nachvollziehen kann. Was ich gut fand, war, dass es zumindest insofern ein Guss war, dass es überschaubar war, wo man hingehen musste. Und es war relativ auch nachvollziehbar oder vorhersehbar. Eine der Sachen, die wirklich schlecht waren, war die Umsetzung. Und zwar, dass es null Hinweise gab. Du hattest irgendwas und du konntest zwar ahnen, aber du hast keinen Hinweis bekommen. Du hast halt... dieser Hinweis mit in den Bildern, ne? Von wegen, da hätte irgendwo stehen können, suche so lange, bis du alles gefunden hast. Irgendein Hinweis, dass man es findet. Oder es war zwar gut erkennbar, wahrscheinlich aufgrund der höheren Auflösung oder was auch immer hier, dass man das größer gezoomt hat, dass man da kein Hotspot-System hat, aber manchmal war es wirklich schwer, Dinge zu finden. Man hätte sie vielleicht doch besser platzieren können. Wenn ich schon nach oben und unten gucken kann und mich fast 360 Grad in dieser 2D-Landschaft umgucken kann, hätte ich vielleicht doch das ein oder andere noch in einer anderen Position erwartet, dass man auch wirklich alles absucht. Und was war noch? Irgendwas war noch, was ein bisschen doof war. Fehlende Hinweise. Ja, nichtsdestotrotz. Also es ist ein grundsolides Spiel und es ist jetzt nicht schlecht. Es ist auch nicht zwingend befriedigend. Das ist ein bisschen besser als befriedigend, also besser als 3. Aber ich glaube, ich weiß, warum ich damals das nicht zu Ende gespielt habe. Und nur angefangen habe, weil ich dann einfach da stand und bitte was, ja. Weil es halt vielleicht auch einfach zu der Zeit einen ganz neuen Weg eingeschlagen hatte mit dieser Kombination von der Spielweise. Ja. Ach so, was mir auch nicht so gefallen hat, war durch diese Geschichte mit den 2D-Hintergrundbildern, war das natürlich alles so statisch und das fiel erst recht auf, wenn dann irgendwo ein Charakter oder ein Objekt rumstand, weil man halt das 3D-Objekt erkannt hat vor dieser 2D-Geschichte. Keine Ahnung, ob es damals dann noch besser oder schlechter zu sehen war aufgrund der Auflösung und der kleineren Monitore oder, weiß ich nicht. Gut. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie schon Lythander und Co. hier schon festgestellt haben, der Pile of Shame muss dann wieder zur Rate gezogen werden. Was kommt als nächstes? Ich muss auch gucken, wie ich das jetzt zeitnah, also wirklich zeitnah auf YouTube loslaufen lasse, weil gerade läuft Alba. Es steht ja noch, nee, angefangen haben wir hier mit Dings, haben wir schon angefangen. Postmortem hat noch nicht eine Folge auf YouTube gesehen. Ne? Also, ich bin da gerade überfragt. Ich befürchte, wenn wir jetzt in dem Tempo jetzt so weitermachen, laufen dann 5, 6, 7 Spiele gleichzeitig. Oder ich muss alle mit einem Rutsch raushauen. Keine Ahnung. Aber solange das arbeitsmäßig immer so intensiv ist, habe ich auch irgendwie keinen freien Kopf und freien Gedanken, mich da auseinanderzusetzen mit der ganzen Sache. Nichtsdestotrotz, hier an der Stelle ist Feierabend. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nach weiser Voraussicht und Gesetz der Serie, würde ich schon mal fast sagen, morgen wieder. Wieder ab gegen 10. Ne? Und
wie immer wird es überraschend sein, was dann nachher Twitch meint, nach draußen zu posaunen. Entweder habe ich es vergessen und dann kommt nochmal Postmortem, dann wisst ihr, das kann es nicht sein, wir sind durch. Oder aber es kommt genau das, was wir dann spielen werden. Wir werden sehen, was es sein wird. Schlaft gut, träumt was Schönes und ja, bis morgen. Euer Firefox.